Kick mal hinter dich. Ist doch noch echt viel explosiver. Oh weia, wie krass, wa? Ich hab mich ja immer beschwert, dass es zu wenig ist, aber das hat, also, Alter, hier oben, es brennt. Alle aus. Es brennt alles. Hi zusammen und willkommen zurück zu Night of the Dead. Wir befinden uns ganz kurz vor der nächsten Hornnacht. Wir müssen uns jetzt gerade ein bisschen sputen, weil es ist schon 23 Uhr und ich muss ganz schnell die Fleischfallen wieder aufstellen und Sobo ist auch noch da hinten am Werkeln. Guten Tag. Genau. Also, wir müssen uns jetzt ranhalten, weil es gab gerade eben irgendwie ein paar Probleme. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja definitiv unsere Fallen wieder aufbauen. Draht. Die scheiß Falle mit Köder. Was fehlt mir denn noch? Großes Fleisch. Und Klebeband. Okay, Klebeband hatte ich doch schon, genau. Und das große Fleisch. 10 Stück. So, dann gehe ich schnell die Köderfallen wieder aufbauen. Ach, herrje. Geht gleich los. Freust du dich schon? So. Von Nacht zu Nacht wird man ängstlicher. Ja, jetzt hat es mich aber auch schon ein bisschen gepackt. Also am Anfang hatte ich ja noch die große Fresse, aber so langsam. Zack. Ja, das Problem ist eben auch, dass wir eigentlich einen Loot-Spot bräuchten, ja, um da durchzugehen und Öl und so zu bekommen. Ja, das stimmt. Das bleibt uns aber gerade ein bisschen verwehrt, weil wir irgendwie kein Glück haben, so recht. Also ich hoffe mal, dass wir wirklich diese komische Maschine da bauen können und dass die extrem was bringt. Kann man noch nicht. Aber bald. Ich kann noch ein bisschen Benzin herstellen. Ich hab 77 in der Tasche, das ist echt nicht viel. Ich hab 80 jetzt in der Tasche. Das ist aber auch nicht viel besser. Nee. Also müssen unsere Fernwaffen... Hier sind auch noch 100 drin in der Kiste. Dann nimm die. Nehme ich mit. Ja. Ah, je. So, das kleine Fleisch habe ich dabei. Zum Auffüllen von der Falle. Was ich gegessen habe ich auch. Ja. Munition habe ich bei. Ja, Munition, ja, halt auch ein bisschen. Okay. Pfeiler. Lade ich unsere Fernkampfwaffen mal nach. So, habe ich denn SE noch? Oh, nicht so prall. Na doch, 100. Ach, das reicht zum. Ich glaube, vorne musste man auch noch ein bisschen reparieren. Echt? Nee. Okay. Ich glaube schon. Ja, wir haben ja nicht mehr geguckt. Ich hatte nicht mehr genug. Na klar, hier ist noch alt. Hin. Du warst ja nicht mit hier unten. Und ich hatte keine Äste mehr. Am Ende. Steine, Heiko nicht. Hier kann ich nochmal reparieren, aufladen. Oh, die ganze Fallenstrecke ist noch hin. So, hier ist wieder okay. Ich weiß ja nicht, ob man vorne... Hier. So, die sind auch alle wieder okay. Und hier ist auch alle Dude. Okay, ja. Also von mir aus können sie kommen. Hier wäre so irgendwie noch eine Tür, dude, dass man hier schneller oder hier, dass man schneller nach vorne kommt irgendwie. Aber das geht auch nicht so richtig. Weil ich muss jetzt den ganzen Bogen hier immer rumrennen. Die Türen sind immer kritisch in dem Spiel irgendwie. Ja, wir müssen auch mal ein paar Wände bauen und so. Ja. Wofür jetzt? Wofür jetzt, ja. Die Sachen hinten sind nachgeladen. Natürlich hat man jetzt irgendwie lange Wege. Ein bisschen.
Muss hier jetzt noch irgendwo was repariert werden? Nee, halt jetzt gerade gemacht, glaube ich, alles. Puh. War knapp. Also, nicht weiter schlimm, aber da ist der Fußboden noch ein bisschen. Ja, was mich jetzt mal interessiert hätte, ob man auch Lampen an die Häuser da vorne hängen kann. Guck ich nachher mal. Komm wieder. Gleiche Richtung wie letzte Mal, wa? Ja. Na, die hast du jetzt abgeschreckt mit deinen Spikes vorhin. Vielleicht ist es doch einfach durch das, was wir da vorgebaut haben, vielleicht ist es dadurch. Nee. Ja, hier fehlt noch ein Katapult. Naja, wenn wir jetzt wissen, die kommen jetzt von da, dann kann man sich ja ein bisschen orientieren. Ich find's doof, wenn sie von da kommen. Die sollen lieber wieder von da hinten kommen. Ey, wir können das aber nicht riskieren, dass die Fleischpfanne so schnell im Arsch ist. Nee. So, dann geh ich mal gucken. Achso, ich bin wieder zu hoch gesprungen, wa? Wer kriebelt denn hier? Da kommt eine Mutti. Okay, ich mache hier mal die Hälfte Benzin drin in den Flammen. Vorsicht, Flammen ist an. Ja, das ist gerade doof. Ich musste da mal an das Fleisch irgendwie, aber die lassen mir keine. Geh doch. Komm jetzt von links. Nein. So, die Fleischfalle halt mal kurz Fleisch rein gestopft. Komm von links. Aus Südwesten. Am Anfang noch nicht. Es betet doof. Schon. Sehr doof, baut man hier so schön hin. Und dann. Upsa. Wie schneller. Die kommen da aus fast aus Westen. Ja, seht. Aber hier kommen auch immer noch ein paar. Auch hier kommen auch noch von rechts, aber nur vereinzelte. Müssen wir da oben Spikes hinstellen beim Berg, dass die da nicht mehr langkommen. Das hat ja schon mal schön geklappt. Oh je. Ah, da drüben ist eben keine Unterstützung durch irgendwelche Fernkampfsachen. Das ist ein bisschen doof. Gut, dann müsste man auf die andere Seite dann auch nochmal was bauen. Ja, oder weg. Also wegspiken. Also jetzt kommen viele hinter dir. Kann ich jetzt oben hoch? Ja. Schnell. Okay, dann müssen wir vielleicht nochmal Katapulte und Ballisten hinstellen. Also wir können ja hier oben noch eine Balliste hinstellen. Dann stellen wir die hier oben einfach auf diesen Fallenabschluss. Flammi ist natürlich schon wieder leer, wa? Ja, scheiß was. Machen wir gleich. Ich hab ja noch.
ja je jetzt schnell was auffüllen, ja, wa? Oder erst warten noch bis zur... Ey, mach ruhig, das sind echt viele. Naja, aber die kommt ja gleich, die Horne. Die böse. Ja, ist egal, knall voll. Okay. Na, voll geht nicht, so viel habe ich nicht. Ich hab ja nur ein paar. Doch. Oh je. Das wird wieder genauso enden wie letzte Nacht. Kann sein. Zieh das gleich los. Flamme habe ich nicht mehr viel. 38. Naja. Kein Fleisch bei mir. Ich, ja, aber ich habe ja gerade aufgefüllt. Mal gucken, ne? Ja, da ist dann schon was los. Der Vater. Ja, nun geht mal weg da. Ich möchte mal kurz... Mann, Vater. Jetzt. Ganz schnell. Ah, der steht schon wieder auf. Uxa. Yay. Okay. Aber wir brauchen echt Öl. Verdammt. Ja, das haben wir letzte Runde auch schon gesagt. Es wurde nicht mehr. Ja. 6. Fertig. Nach einem Tag looten. Geh mal kurz die Range-Waffen nachgucken. Na, jetzt geht das los. Ist gleich 2. Und wie sieht's aus da drüben? Altitude? Wird aufgeladen. Achso. Verdächtig ruhig gerade. Das ist nicht so schön. Nach dem Fleisch gucken wir. Okay, hier kann ich noch mal schnell alt aufladen. Ist gerade ruhig. Hier auch, Altitude. Wo bist du wieder hingerannt? Und sagst nicht mehr. Naja, hochkonzentriert. Wie kommen die aus beiden Richtungen? Naja. Ah, du hast ja auch noch ein bisschen was. Aber nur 12 oder so irgendwie, also wenig.
Aber jetzt geht's los, wa? Nee, es sind nur Vereinzelte bis jetzt. Oh je. Oh, scheiße. Ist Becky runtergehüpft. Idiot. Also Fleisch habe ich nochmal reingepackt, aber die werden trotzdem wieder fallen. Oh, jetzt kommen sie. Ach du Scheiße. Fleisch ist weg. Zweite Fleisch ist auch weg. Mm. Oh je, das wird nicht gut aussehen jetzt. Und du brennst. Du mich an? Ja, wenn du da drin rennst gerade. Ich bin hin. Ich bin genau in der Masse. Lami, ich bin hin. Ich auch. Ich bin auch hin. Na super. Ganz toll. Weil ich verbrannt bin. Oh, ist ja geil. Oh Mann. Die kommen immer noch, wa? Die strömen und strömen. Oh, und ich ströme auch. Alter Vater. Wo bist denn du? Ich lade die Messer vorne nach. Wie kommst du denn da hin? Ich habe 200 Millionen Zombies hinter mir. Sind die, die uns gerade den Arsch retten werden, glaube ich. Oh weia. Und durch die Messer kannst du jetzt nicht gehen. Nee, ich kann nirgendwo gerade irgendwie lang gehen, aber ich kann rennen. Oh, die haben hier was eingerissen. Alter. Die haben hier eine Wand. Oh nein. Ja, aber von oben schießen wenigstens noch ein paar. Oh, hier sind noch echt viele. Also, ja, so. Also schön, so, dass du so das auch schon viel. Siehst. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich hab die Messerdinger nachgeladen. Kick mal hinter dich. Da sind doch noch echt viel Explodierer. Oh weia. Wie krass, wa? Ich habe mich ja immer beschwert, dass es zu wenig ist, aber das hat, also, Alter, hier oben, es brennt, alle aus. Es brennt alles. Kick mal hoch, wie alles brennt. Was brennt denn? Na oben, unser Dachisch-Dings hat alle die Brand eben. Jetzt nicht mehr. Das ist nicht weiter schlimm. Aber die, das ist bloß eh eine Wand oder so. Aber die sind immer noch hinter mir her. Ja, bei mir auch. Ich renne ja hinter dir. Diese Messer fallen. Hier, ja, Slalom durch die Dinger, vielleicht. Alter. Wo sind doch ein Explodierer, bloß nicht zur Base. Nee. Jetzt eine Handvoll Dynamit. Okay, ich versuch's mal. Mit was? Scheiße, mit Scheiße. Ja, hing bei mir auch noch nicht. Ein Messer aufgeladen. Ah. Oh Mann. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet, so extrem. Also wir die ganzen Krabbelnden hier. Hi. Guck mal, wer da kommt hinter mir. Alter Schwede. Oh. So, Mann, hier Mann rennen. Erstmal ein Fleisch auf die Home. Schlitzen die da immer noch um? Ja. Mhm. Oh. Ich hab natürlich jetzt auch nischt. Oh. Oben brennt schon wieder. Immer noch. Ich hab jetzt natürlich auch nischt zum Aufladen, wenn mein keine Äste nix. Das werden weniger.
komme an mein Zeug ja nicht ran. Die Range-Waffen sind auch alle aus. Oh, sind noch so viele Fleischer. Oh, kaputt. So, jetzt kann ich mal hier durchrennen. Oh weia. Ich hab ja nichts mehr, ich bin ja hier irgendwo gestorben. Mein Beutel ist ja leer. Stimmt ja. Aber hier hinten funktioniert noch was. Wenigstens das Pendel und so. Okay. Ah, siehst du. Ja, jetzt haben sie aber hier hinten alles eingerissen. Da haben wir doch fast schadlos überlebt. Ganz klasse. Yippie! Lief doch gut. Naja. Irgendwann ist eben Schluss mit Easy Peasy. Ja, das war ja nur, wenn wir so spät angefangen haben, wahrscheinlich. Naja, wir haben auch keine Unterstützung gehabt auf der Seite durch irgendwelche Range-Waffen oder so. Wir mussten viel alleine machen. Ja. Und dass die eben doch von der anderen Seite kamen, war jetzt auch nicht förderlich für unseren Aufbau, wie wir den geplant haben. Ja, dann werden wir mal die Schäden ein bisschen beheben und ein bisschen... Scheiße. Oh, warte. Krasse Scheiße. Stimmt. Das war nervenaufreibend, ey. Ohne Ende. Stimmt. Ey, wenn du so gelaufen bist und hinter dich geguckt hast, wie viele da hinter dir rumrennen. Mhm. Das waren echt noch viel Explodierer bei und Fleischer und Meister Propasses. Eine Falle haben sie uns zerrissen hier vorne. Und eben hat es mich getötet durch die Schnitzelfalle hier vorne. Ich war überall mittendrin zwischen den Zombies. Aber gut. Eine Wand bauen, ein paar Sachen nachbauen. So, zum Bauen Utensilien haben wir ja da. Jetzt haben wir auch, also ich habe bestimmt jetzt irgendwie, wie viel habe ich denn? Tausende. So eine Forschungsdinger. 914 habe ich. Cool. Ja, also diese Hordennächte bringen richtig was. Ja. Ich repariere mal alle durch. Ja, ich mache hier unten. Ich sammle ein und repariere. Wahnsinn. Ja, wenn du den Rucksack eben nicht mehr hast, hast du eben doch das Problem, du kannst selbst, wenn du oben drauf langläufst, nicht mehr nachladen. Mhm. War ein bisschen scheiße. Und den Rucksack, das schaffst du einfach nicht, den aufzuheben. Nee, meiner lag ja in den Schnitzelfallen. 30, genau, wenn du da 30 oder 40 hinter dir hast, da bleibst du nicht stehen und sammelst einen Rucksack auf. Nee. Okay, es war soweit. Ihr habt sie sehen. Aber in Nacht 13 das erste Mal. Ach ja. Ganz schön fett. Stimmt. Ups, ich habe ein Vöglein geschossen. Hauptsache, du schießt Vögel. Reparier unsere Base. Wir haben keine Zeit, Frau Walker. Okay. Ach, nee. So, ich glaube, wir sollten ein bisschen Wunden lecken. Ein bisschen was uns organisieren. Und dann überlegen, was wir zur nächsten Nacht anders machen. Muss halt nur wieder jetzt die Köderfallen neu machen, aber das ist ja nicht das Schlimmste. Nee, wir brauchen bloß 10-mal Fleisch. Ja, 6 habe ich, glaube ich. 6, achso. Okay, dann brauchen wir noch 4. Und dann nehme ich die Fallen gleich nochmal ab. Ich repariere alles erstmal hier. Oh, keine kleinen Steine mehr. Eieiei. Ich wollte die jetzt auch nicht hochlotsen zu den Katapulten und Ballisten. Weil, man weiß man nicht, wenn man denn die da oben hat und die geht doch nochmal einer drauf. Ja, das stimmt. Ja, ich geh mal gucken, ob in den großen Tierfallen nochmal Fleisch ist. Wie viel habe ich denn jetzt hier? 6 habe ich. Also 4 noch. Ja, siehst du, hier ist schon ein Wildschwein. Schön. Ist die jetzt die Entschädigung? Laden wir die gleich nochmal schön auf. Für das nächste Schweinchen.
Hier liegt so ein Hase rum, der wurde wahrscheinlich getroffen. Oh, ich hab keine Ranken mehr. Wo ist denn die Falle hier? Hier war doch irgendwo eine da. Okay. Da ist nichts drin. Ah, Säcke rum. Doch noch ein Häschen. Ja, hier ist auch noch. Hier ist ein Füchslein. Naja. Ja. Also viel kaputt gemacht haben sie nicht. So eine Schneidefalle und die beiden Fleischfallen. Und ich glaube noch ein Stückchen von einer Wand. Also nicht weiter schlimm. Ich habe gedacht, das ist jetzt alles hin. Als nee, ich die hinter mir habe rennen sehen. Die hatten ja immer einen Weg. Also die waren ja nirgends abgesperrt. Treppen haben ja erhalten. Also okay. Ja, naja, gut. Dann würde ich sagen, wir lecken jetzt unsere Wunden und gucken, dass wir die restlichen Materialien zusammenbekommen, um alles wieder so weit aufzustellen, wie wir es vorher hatten. Und wir sehen uns dann, ja, gegen Mittag oder späten Nachmittag, Ingame-Zeit, ja, für die nächsten Vorbereitungen und wahrscheinlich gleich zur nächsten oder Nacht. Mal gucken, was wir bis dahin anstellen. Also. Bis dahin. Haut darin. Ciao.